Hey Freunde, herzlich willkommen bei Ivas Gaming und heute mal eine Runde Hand Showdown. Wir waren zu dritt im wilden Westen unterwegs und Hand Showdown ist so ähnlich wie Vigor, nur dass hier dich alles und jeder töten will. Denn hier gibt es nicht nur andere Hunter, sondern auch Zombies und Zombie-Bosse, die dir nach deinem Leben und Loot trachten. Und dass das alles noch nicht reicht, ist der Tod hier wirklich permanent. Das heißt, wenn man tot ist, hat man alles verloren. Waffen, Erfahrung und den Hunter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserer gemeinsamen ersten Folge. Danke, Freunde. Oh, 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 oh. Hier ist doch schon wieder irgend so ein Vieh. Ach, hier ist der Hinweis bei mir. Guck mal kurz. Ah. Mit R1 kannst du gucken. Hier ist dieser Knochentyp drin. Immer bei jedem Hinweis ist so ein Knochentyp drin. Auf und schießt ihn da? Nee, sorry. Ist nicht dein Ernst? Doch. Das war aus Versehen. Hat die dich angeschossen? Nein. Nee, zum Glück nicht. Warte mal. Ach, das ist... Jetzt habe ich die Spritze gewählt. Also ich weiß, dass wir... Ich weiß, dass... Oh, habe ich eine Schalldämpferwaffe? Ich habe eine Schalldämpferwaffe. Ah, da oben ist der Typ. Ey, ihr macht ja alle Geräusche. Das ist ja... Ich kann mich gar nicht mehr dran entsinnen, wie das war. Wie pinkt man denn jetzt denn nochmal? R1. Ja. Ja, R1. Ja. Hier darfst du nicht ins Wasser gehen. Was? Hier ist der... Hier ist auf jeden Fall der Hinweis. Der ist hier bei mir. Der ist hier bei mir drin. Oben ist der. Der ist oben drauf? Okay. Oder ist er? Ja, wir sind Happen. Sehr unauffällig. Ja, der stand genau vor mir. Was soll ich machen? Ja, aber eigentlich darfst du, wie gesagt, den darfst du normalerweise gar nicht. Okay, ersten Hinweis haben wir. Hm, jetzt müsst ihr auf die Map gucken. Aber konnte man nicht, genau, wie war das? Man konnte doch diesen komischen Blick machen, oder? Dass man das alles so... Ja, eins lange drücken. Ja, eins lang gedrückt halten. Aha. Ah ja, die Haken musst du aufpassen, musst du durchschleichen. Also ich habe auf jeden Fall eine schallgedämpfte Einhandwaffe. Die ist ganz praktisch für Unauffälligkeit, aber... Glaube, aber da ist doch immer noch so ein Dicker hier. Ja, ja, der... Da müssen der, wir ja nicht hin. Wir müssen jetzt dahinter, jetzt guck mal nach Richtung links. Richtung Süden oder Richtung... Ach so, denn ja, so stimmt, der nächste ist vor uns Richtung Süden, ist der ist näher dran. Also ich glaube nicht hinterher. Ja, die hier nicht ins Wasser springen. Springen ja nicht. Nee, ich sag so. Und hier niemals auf die Fässer. Schießen, wenn einer daneben ist. Jetzt reizt es aber schon ganz schön, ne? Also der Typ da hinten, wenn der umfällt, dieser Knochentyp, und da gibt es noch einen größeren, glaube ich, der lässt auch immer Gegenstände fallen, wo du dich ausrüsten kannst. Also wir müssen uns hier, warte mal, hier ist eine Lady vor mir. Hier wurde einer umgeschossen? Nee, der wurde. Hab ich gemacht. Schalldämpfer. Ich habe Schalldämpferwaffe, deswegen schieße ich den lieber um. Weiß ich nicht, Einhandwaffe? Ach, hast du ohne Schall. Also mit Schalldämpfer habe ich immer gesagt, wurde mir gesagt, darf man auch mal schießen. Ja, Sekundärwaffe habe ich einen Schrotflinte mit einem Beil drin. Mit dem Wasser sind glaube ich immer diese Würmer drin, ne? Da musst du auch aufpassen. Nicht in allen. Den hier zum Beispiel glaube ich nicht, oder? Den glaube ich nicht hier. Ein bisschen. Ich glaube, hier ist ein Wurm drin, hier bewegt sich irgendwas. In Nadine, du musst genau darauf aufpassen. Hier sind andere Hunter noch, ne? Er ist nicht nur gegen. Das Ding ist halt bei dem. Das Ding ist so, sogar bei dem Spiel, du hörst ja wirklich jeden kleinen Zweig knacken, wenn du da drauf trittst, ne? Mhm. Oh, da hinten ein Haufen Zombies. Warum laufst denn du jetzt so laut durchs Wasser? Weil ich hier durch wollte, schnell.
weil du so gut zum Abschießen bist dann. Also hier hinten rausgehen, lassen wir mal, weil da sind Zombies. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hier. Nee, ich rauch grad Mucki hinterher. Denk dran, da also die schießen hier, habt ihr gehört? Ja, ja, klar, so. Links von uns. Da wo wir jetzt hinlaufen. Mhm. Natürlich gehen die anderen auch hin, ne, um den Hinweis zu finden. Naja, wir haben ja zwei Endbosse. Deswegen, also die Spinne, wir machen jetzt die Spinne gerade. Und die Spinne ist, die macht ja Gift. Und die, wie war denn das mit der Spinne? Da musst du auch bloß draufrotzen und dann immer weggehen, wenn sie dich auf dich zukommt. Bei der, ja, da hab ich schon richtig Lust drauf. Fängt richtig gut, damit wir ausgerechnet die Spinne machen. Fängt doof. Die andere Olle macht irgendwelche Giftwolken, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, schon jetzt lange her. Shit, shit, shit. Ach, oh, der Emulator kommt. Wir schießen auf den. Warte, warte. Scheiße. Das ist ja graulich an. Ich bin ausdauern. Nur drauf schlagen. Nee, nicht machen! Oh oh. Ja. Ich hab mit meiner Hand mit meinen. Shit. Ja, und ich. Das war der Hin. Hier ist der Hinweis, ja. Könnt ihr hier auch Munition auffüllen? Ja, genau. Ja, hab ich. Also, ich habe jetzt nur noch einen Lebensbalken. Echt? Ja, durch den Emulator. Oh, okay. Ich muss mich auch heilen. Was ist denn das hier? Wie heilt man denn hier nochmal? Mit Spritze. Ja, auf welche Taste? Wer hat auf uns geschossen? Achso, du. Ich nicht. Nee, mal schießt. Okay. Also, wenn ich nicht mal die Zombie-Alte treffe. Ja, lass die, wir müssen ja nicht die nicht machen. Nee, das bringt Punkte. Wenn ich sterbe, dann bringst du ein paar Punkte. Oh. Ja, Raben sind immer ganz schlimm. Oh, hier, rechts von uns ist ein großer Hinweis. So, ich geh mal schnell hin. Es sind aber zwei im Okay. Ne, ich weiß so gut. Geh von hinten rein. Nee, sind drei. Oh, ich hab's verbrannt. Na dann, gönn dir. Oh, shit, 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 shit. Aber wie benutze ich den? Okay, die ist auch weg. Wie benutzt man den denn? Weiß ich auch nicht mehr. Das war ziemlich kompliziert hier, ne? Das alles auszuwählen, glaube ich. Ah, so. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist man den Verbandskasten denn? Irgendwas Dicket ist hier hinter. Liegt der da? Der liegt da oder was? Ich hab den in der Hand, aber da kann ich mich komplett heilen. Weil ich will. Was ist hier hinter? Das ist der große Typ. Warte, warte, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Ja, das hab ich mir. Okay, hab ich. Ja. Genau, hier die Laternen kann man nehmen, dann kannst du Gegner anzünden? Kann man die werfen. Ja. Verbrannte Gegner kann nicht wiederbelebt werden. Genau, außer man choke die. Um das, so, also choken kannst. Oh ja, du hast die Laterne. Also wir müssen dahin.
da. Wir haben ja die Spinne ist schon da, ja. Hm. Wir haben schon, oh, ach, wir machen. Auf die freue ich mich ja schon riesig. Ja, vor allen Dingen. Das Ding ist halt. Oh, die Hive. Oh, nein. Doch. Die sind bei mir, ja. Du musst den Kopf treffen. Das ist die Scheiße. Oh, nicht die Tiere. Ich bin gleich tot. Oh nein. Oh, Mist, hab's, die hat ihn vergiftet. Ich hab sie, ja, hat sie mich auch. Oh, hier ist ja noch eine. Oh, das ist super erste Runde gerade. Nadine, nicht schießen. Nimm das Messer. Du hast ein Messer im Inventar. Wo denn? Nochmal. Nee, ich hab doch nur diesen blöden. Nee, drück mal Inventar. Lange, du müsstest eine Einhandwaffe mit haben. Schlagring oder irgendwas. Ja, ein Schlagring halt mit. Genau. Weil, wenn wir das jetzt machen, hören die uns. Oh, hier ist schon wieder eine HFA. Oh, nee. Warte mal, mal gucken, ob ich den Kopf treffe. Ja. Ja, hast du getroffen. Ja. Bist du down? Ecke? Nee, nee. Oh, oh. Ja, das Gute ist, wir können dich ja wiederbeleben. Ja, ja. Also. Oh, Schießerei da hinten. Oh, die schießen schon echt. Komm mal ein bisschen her. Wir müssen da unbedingt hin. Wir müssen da unbedingt hin. Oh Mist. Ich bin ja schon mal froh. Nee, leise, leise, leise. Bei uns sind Zombies. Nicht rennen. Nee, nee. Ja, wir laufen links rum, ja. Ja, ja, ja. Oh shit. Ich schleiche hier hinten lang, hier durch. Und die Zombies sind ja eigentlich ein guter Schutz, ne? Warum? Wenn, naja, wenn du die rundherum stehen lässt und jemand will uns pushen, dann muss er erstmal die Zombies wegmachen. Ja. Oh, das wäre so ein Funkel. Oh, der Emulator. Wir laufen, also, wir laufen links lang hier, ganz außen links. Genau. Um die, also, den darfst du wirklich mit keiner Axt, kein Messer, keine Schusswaffe, nichts. Den darfst du nur mit der Faust hauen, ey, das ist so dumm, das Vieh. Und mit oh, das ist ein Hund, ach du Scheiße. Und Raben hier vorne, Achtung, hier sind Raben. Ja, ja, dann gehen wir, komm, wir gehen hier hinten rein. Hier rechts. Hier hinten. Wie langsam man sich hier fortbewegen muss, ist krass, ne? Ja. Ja, ja, hier musst du richtig aufpassen. Das ist ein echtes Geduldsspiel. Also, wenn du hier vom also Vico kommst, ey, hast du echt Probleme. Oh, die sind schon drinnen hier, oder? Ja, hört sich so an. Hier ist so ein Stinkefass. Oh, oh, Gott, check richtig. Warte mal, der Emulator rennt los, glaube ich. Ist die Tür verschlossen? Hier oben rüber. Hier oben rüber. Oh, vorsichtig, hier sind drei so eine. Ja, krass. Hm. Pass auf hier, pass auf hier, müsst ihr gucken hier. Nee, ich wollte gar nicht laufen. Hier nicht drin latschen. Mhm. Das ist die Frage, ob wir jetzt die Spinne machen oder. Müssen wir irgendwas Großes anzünden oder was? Ist hier jemand ein großer Gegner? Nee, aber die Spinne müssen wir anzünden, ne? Nee, ja, ich glaube, die brennt auch, ne? Ja, ja, die ist zum Brennen, da. Ich nehm mal so ein Ding mit jetzt. Ich habe auch eine mit. Gut, also gehen wir rein. Oh nee, der Emulator kommt, der Emulator kommt. Ich hab einen Hammer. Ja, ich hab nicht. Der gerade weggeflogen. Ich habe gerade eine Trophäe gekriegt, beruhige dich jetzt, Kopf. Oh, die brennen hier, das ist gut. Die brennen, die brennen. Ja, ich hab die Laterne da hingehauen. Achtung, okay. Ja, mach mal auf das Ding hier, warte mal. Achtung, nee, nicht davor. Was ist denn das hier vor mir? Ja, ich will erstmal die Spinne anlocken. Ach so, ja, okay, mach mal. Lock mal an. Anlocken. Ah, die ist oben.
Da kommt sie, links ist sie. Oh Mist, hat sie nicht getroffen. Wie gesagt, hier können wir auch richtig schießen, ne? Weil wir müssen die schon down machen. Ja, ja. Also ich glaube, gibt es hier noch einen anderen Ausgang, Eingang? Also die greift ja nicht gleich an, die baut sich vor dir auf und dann kannst du schon mal drauf schießen. Wir müssen gucken, dass wir uns nicht blocken vor der Tür. Ja, warte, ich probiere von der Seite. Achtung, lass mich mal kurz rein. Die ist hoch, ne? Ja, ich glaube, hoch, ja. Ich gehe hier hinter. Warum geht denn das nicht auf für die Tür? Oh, bei mir ist er. Nein! Hab sie getroffen? Zombies. Nein, nein, ich wurde. Oh, die hat mich gekriegt. Wer, die Spinne? Ja. Ja, wir können dich ja wiederbeleben. Ah, oh Gott, ich träume schlecht. Die Nacht ist ganz schlimm. Du musst, mit Feuer, musst rausgehen. Geh raus. Wenn du dann hinterherkommst. Die haben sie gleich. Die hat nicht mehr viel. Oh Gott, ey, das ist ja hässlich, das Vieh, ey. Pass auf, Nadine, das hinter dir, da kommt ein anderer Spieler. Da musst du aufpassen. Versuch mich mal zu holen, Nadine. Ich bin gerade zu. Siehst du mich liegen da? Ja. Stehst du tot? So toll. Nein, nachladen. Doch, nachladen musst du. Meine große Waffe lässt sich nicht mehr nachladen. Nee, du musst mehr nachladen, da ist eine Kugel drin, da unten rechts ist das. Versuchen wir mal zu holen, wenn es geht. Nee, links lang. Aber da leuchtet was auf, was mache ich denn dann damit? Bin ich da. Nee, kannst du wiederbeleben. Oh Gott! Renne raus! Wohin? Da wo du, nach links, wo du gekommen bist, oder dahin? Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Nein, hier! Lad nach! Oh, das ist so eklig, das Vieh, ey! Kannst du so eine Gänsehaut, das ist ekelhaft! Das ist ja nicht, was ich mir da gut, ey, ohne Glück! Ich hab sie, Emma. Mann, lad doch nach. Also wo bist du denn? Unten oder was? Unten, ich seh sie doch liegen, hier oder? Oben. Ich hab die Spinne hier oben. Nein, jetzt hat sie mich vergiftet. Komm zu dir, weil... Warte, ich bin rechts. Mann, hör doch mal auf. Blöder Charakter. Da lieg ich doch. Rechts. Darunter, ja, darunter. Oh Gott. Die Fahrzeuge noch, hat nicht mehr viel, ne? Nee. Ich hab nur noch einen Lebensbalken auf jeden Fall. Dann geh raus, Verbandskasten, das ist bestimmt auch einstecken. Soll ich hier diese Dings aufstellen? Ich bin mal in der Falle. Boah. Das ist ja voll krass. Nein! Wo sind? Die hat mich gerade vergessen. Hast du nochmal getroffen? Ja, schieß mal schnell die Viecher hinter mir. Lass mir mal, ich hab noch so eine Laterne. Was ist denn das ekelhafte? Wer sieht denn das denn? Hier sind welche noch Gegner. Hast du getroffen? Die hat nicht mehr viel. Gegner oder die Spinne? Ich hab die Spinne getroffen. Hab sie! Nein! Ich brenne! Oh, sorry! Oh ja, ich down, ja. Jetzt müssen wir das erfahren.
Verbannen. Ja, verbannen sie. Und bin dabei. Die haben sie. Aber draußen, draußen Gegner, waren noch Spieler, ne? Also Gegner, meine ich, ja, genau. Na, jetzt haben wir eh Zeit. Jetzt braucht die bestimmt 3-4 Minuten. Da oben, oben links siehst du 10% Verbannung. Ich geh mal hier oben auf die Scheune. Alter, kaputt, ich hab richtig Puls. Ey, das Vieh ist so eklig, ich hab Gänsehaut mir, wenn ich die Nacht von dem Viehzeug träume. Ey, wenn ich, wo ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, bin ich da rein und ich wusste nicht, was da los ist. Und ich dachte mir, ich scheiß mir gleich in die Hose. Also das ist schon echt, du erschrickst dich erstmal hier. Ist die Frage, wo sind die Leute? Seid ihr draußen? Ja, ich bin drinnen. Also, ach, du bist drinnen? Ich bin hier ich oben. Ich bin draußen. Komm mal lieber rein. Ich bin hier oben in der Bude drinnen, ja. Weil ja, ich guck nur nach rechts, also das sehen sie ja an sich nicht. Weil hier draußen haben ja welche rumgefightet, ne? Wie oben. Ja. Wir können ja, wenn wir das haben, ne, können wir kurzzeitig gucken, wo die sind. Ne? Und die können uns immer sehen, soweit ich weiß. Jeder von uns hat 5 Sekunden. Genau. Und dann musst du diese 5 Sekunden war so angezeigt, musst du echt ganz kurz drücken, dich einmal ganz schnell drehen und dann gucken und dann, ja. Hier also ich nicht mal durchlaufen, habe ich so eine Fangfalle, so eine Bärenklaue aufgestellt. Draußen hier. Habe ich gepinkt. Alles klar, ja gut. Aber das Ding ist, glaube ich, die machen keinen. Wir haben ja 2 Bosse auf der Map und keiner macht den anderen Boss. Ja. Okay, hier. Hab ich schon dran. Und dann waren hier, glaube ich, immer so eine Events. Ich weiß nicht, ob die immer noch sind. Da gab es dann irgendwelche Sachen, die du noch mitnehmen konntest. Oh Gott, schon kriegt, ey. So, wo hat denn Nadine jetzt irgendwas hingelegt? Habe ich gar nicht mehr. Draußen und hier drinnen vor mir liegt auch noch so ein Ding. Sorry. Eine Bärenfalle, ne? Oder was hast du denn hier? Ja. Boah, hier auch hier drinnen, warum? Na, da war vorhin die Spinne. Ja, ach so, ich dachte jetzt, dass die in die Pötter vorher da. Nee, die habe ich bei der wo wir gegen die Spinne gekämpft haben. Nicht rintreten da. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Dollar. Handdollars. Handdollar. Die liegen hier über in so kleinen Täschchen rum. Oh, hier hinten, guck mal, hier ist ein Totem. Das kann man. Das kann man sich nehmen. Oh, pass auf hier, musst du da aufpassen. Ich bin fast hingelatscht. Ne? Ah, die Spinne ist gleich fertig. Das Ding zappelt, ey, schon wieder ist gleich fertig. Hört sich an wie ein Menü. Oh, ich hab da was mal was angerichtet. Ist gleich fertig. Ja. Oh, jetzt können wir es nehmen. Okay, ich kann es nehmen, Nadine. Nicht vergessen. So, und dann musst du, wenn du komm her, Nadine. R1 gedrückt hältst, dich schnell im Kreis drehen sozusagen. Ja, gewisse Größe. Irgendwie so. Also, ich drücke mal schnell. Musst du dir jetzt nehmen hier? Nee, Mario hat gedrückt, okay. Wohin? Nicht du drücken, Nadine. Nee, ich drück gar nicht, kann gar nicht drücken. Wo lang? Der zum Ausgang oder zum nächsten Gegner? Was willst du machen? Ausgang, lass uns erstmal sichern hier. Ausgang ist hier in die Richtung. Achso, wollt ihr sehen? Auf der Map nicht markieren? Ja, der Ausgang hier in die Richtung. Richtung 75. Ost 75. Also ich habe keinen Gegner gesehen gerade. Nee, ich auch nicht. Also wenn wir. Also lass mal, wir sind jetzt hier alleine auf der Map. Dann könnten wir den anderen Gegner auch noch machen. Oh, oh. Ich guck noch mal. Kann ich die abfackeln? Also ich sehe keinen Gegner mehr. Weil die Gegner werden ja uns orange angezeigt. Also ich habe jetzt keinen gesehen. Mhm. Habt ihr Bock auf den nächsten Gegner? Oder wollt ihr erst. Der nächste ist diese Hive hier. Die finden wir hier, wenn du auf bei Stillboard da hinten. Lass uns erstmal mit dem Loot raus, bevor wir alle sterben. Okay. Gleich mal kurz übermotiviert für einen also Moment. Also auf 75 raus, ne? Genau. Wir müssen halt aufpassen, hier vorne waren noch die Höllenhunde, ne? Also die
Oh, die sind schlimm. Ja, die will ich nicht unbedingt. Oh mein Gott. Oh, wartet mal, eine Half. Ich hasse die Viecher. Weil du immer diesen blöden Kopf treffen musst. Ich finde hier gerade alles nicht so prall, aber jo. Ich sehe da ja. Okay, woanders lang. Naja. Ich nehme erstmal hier so einen Weg, wo ich ein bisschen was sehe. Der Wald, der ist mir ein bisschen undurchsichtig. Aber komm, für unsere erste Runde, finde ich, haben wir es bis jetzt gut gemacht. Ja. Ja, außer dass ich nie wieder schlafen gehen möchte, ist schon okay. Also scheiße, ey. Oh Gott, ey, ausgerechnet wirklich, es gibt nichts, was ich mehr verabscheue, wirklich wie Spinnen. Und wir müssen die Spinne machen, leuchtet ein. Naja, das war die erste, die wir da hatten. Was willst du machen? Naja, ja, was anderes nehmen, größeren Weg laufen. Aber du kannst auch einen Schatz suchen, wenn du willst. Ja, nächstes Mal nehme ich den Schatz. Okay, nee, ich bin gerade aus, weiter. Ich sehe Vorsicht, niemanden. Hier sind Krähen, Raben. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich na toll. Wer ist denn da los? Hier sputet. Na, das ist, hier ist ja keiner. Ich gehe mal hier schnell ins Häuslein. Du weißt ja, auch in diesem Spiel gibt's Loot. Loot tut gut. Ja, finde ich aber auf jeden Fall auch ein bisschen interessant. Wie gesagt, alleine ist es nicht so das prickelnde Spiel. Nee, zusammen macht Spaß. Ja. Mal guck mal, da hinten wenn ist nachher, das Spiel. Wenn nachher ein bisschen Routine reinkommt, ist es sogar noch besser. Ja, dass ich nachher nur noch eine Therapie nach der anderen brauche wegen den blöden Viechern. Kein Ding. Wir sind gleich beim Ausgang. Ja. Darf ich die Lampe, die ich hier in der Hand habe, eigentlich behalten, wenn ich damit rausgehe? Nein. Schade. Ich würde mir gerne immer ein Lichtchen anzünden. Aber du könntest jetzt das mit dem Scan mal probieren, also hier mit diesem Buff. Dann weißt du, wie das dann aussieht. Das ist ein bisschen anders. Wie war das nochmal? Welche? Ja, R1 gedrückt halt. Und dann drehst du dich und dann kannst du halt rundherum gucken. Ach ja. Und was ist da, was da aber noch so blau vor sitzt, sind die Hinweise dann von dem anderen Viech, ja? Genau, weil der andere Boss ist ja noch da. Ah, wie ist das hier immer die... Also jetzt, wenn wir gehen jetzt einfach raus, jetzt sind noch die Hinweise von dem anderen, ist nicht so, dass die nachspawnen können, oder? Nee. Können Spieler die nachspawnen? Nee. Nein, wer hier raus ist, ist raus. Oh, guck mal, Zombie fest. Wow, ein Fetter. Pass auf, da kommt richtig Fetter an. Pass auf. Der Fette, der hat immer besondere Items. Den kann man immer wegsprengen. Guck mal hier, das Fass vorne, was hier ist. Lock den bis hierher, dann können wir auf das Fass schießen. Was ist denn das für ein Trick? Der hat Blutekel. Das Ding ist, du darfst dich von dem Blutekel nicht beißen lassen, weil der sieht dich nur, wenn du vergiftet bist. Oh, wer hat mich getroffen? Ekel, du bist gerade vor meiner, wo ich auf den jetzt sitze. Ja, Chris. Komm, wir gehen raus, Zombie. Lass uns, bevor wir in den Blutegel sterben, nee, an den stirbst du nicht. Ich hab nur noch eine. Oh Gott, oh Gott. Die Blutegel stirbst du nicht. Die dürfen dich nur nicht vergiften, sonst sieht der Zombie dich. Oh, wer ist denn jetzt schon wieder hinter mir? Oh, jetzt, sorry. Ich bin in die Box. Du sahst halt aus wie ein Zombie. Danke, du auch. Entschuldigung. So, das Ding ist halt, du erschrickst dich hier so dermaßen manchmal. Ja. Selbst vor Andy, der war hinter mir und ich hatte gerade den Schlagring und ich habe eh schon die ganze Zeit um mich geboxt. So ist mein Leben. Oh, shit, du bist raus hier. Nein. Ach du Scheiße. Schnell, ich blute. Ach du Scheiße, zum Schluss nochmal spannend. Oh
Wo ist denn der Ausgang? Ja. Hier noch nicht raus? Muss müsste ein Boot oder eine Kutsche sein. Ja, müsste, hier wenn aber. Oh mein Gott, uns Mario nicht den Ausgang bezahlen. Ja, das stimmt. Oh, okay. Die Pferde sehen mal normal aus und ihr lebt noch. Hallöchen. Ah, ich fühle mich gleich wohl. Kontaktbomben. Also ich finde, wir haben das gut gemacht. Auf jeden Fall. Richtig geile für Runde. Für die erste Runde war das schon okay. Oh, komm, 5, 4. Also muss er lange warten. Wir haben jetzt ohne Ende. So. Jetzt Spinne, okay. Oh. Spinne, au, oh, für jeden Treffer an der Spinne kriegst du auch Punkte. Das ist das. Hört der gar nicht mehr auf? Ja, ich will ja mal gucken, wie viele Zombies, aber sieht man das da nicht? Was? Oh, Emulator getötet. Jawohl. Aber das finde ich gut, wir kriegen das alle zusammen, egal wer wen was getötet hat. Wollte auch gerade sagen, ne? Das ist alles. Oh, meine ist Level 3, Level 5, 4, 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level 10, Level 11, Level 12, 13. Na, reicht doch, durchgespielt das 14, Spiel, war schön. 15. Alter. What? Ich bin Level 16. 16,5 bin ich, ja. Ja, 16. Und unten geht's auch nochmal. Und unten geht's auch nochmal weiter. Und ich hab eine Waffe freigeschalten. Level 7. Ja, der Typ, ja. Ah, hier kommt das. So, noch ein paar Dings freigeschalten. Ich hab 40 Monster, haben wir getötet.